Menschen haben mit den verschiedensten Möglichkeiten zu fliegen experimentiert. Seit vor etwa 100 Jahren das erste Flugzeug konstruiert wurde, sind tausende von verschiedenen Flugzeugmodellen entwickelt worden. Eine unzählige Anzahl von Wissenschaftlern hat sich darum bemüht, bessere Flugmaschinen herzustellen. Das Ergebnis ihrer Anstrengungen sind die Flugapparate unserer Tage. Maschinen mit einem exzellenten Design. Die Möglichkeit zu fliegen ist eine große Errungenschaft, deren Brauchbarkeit jedoch davon abhängt, wie gut sie kontrolliert wird. Die Fähigkeit, an gleicher Stelle in der Luft zu schweben oder zu landen, wo man will, sind mindestens genauso wichtig wie das Fliegen selbst. Aus diesem Grunde haben die Menschen ein Fluggerät entwickelt, das ein hohes Maß an Manövrierfähigkeit aufweist, den Hubschrauber. Hubschrauber sind in der Lage, mitten in der Luft zu schweben und senkrecht zu starten bzw. zu landen. Insbesondere wegen ihrer militärischen Einsatzfähigkeit haben zahlreiche Staaten unbegrenzte Finanzmittel für die Entwicklung von Hubschraubern bereitgestellt. Die Ergebnisse neuerer Forschung haben uns jedoch mit einigen höchst erstaunlichen Tatsachen vertraut gemacht. Die Flugtechnologie moderner Hubschrauber kann im Vergleich zu einem kleinen fliegenden Geschöpf eigentlich nur als primitiv bezeichnet werden. Dieser kleine lebende Flieger ist die Libelle. Das Flugsystem einer Libelle ist ein Wunderwerk, das sämtliche Flugtechnologie, die jemals von Menschen erfunden wurde, bei weitem übertrifft. Dem neuesten Modell aus der Serie der international bekannten Sikorsky-Hubschrauber hat deshalb die Libelle Pate gestanden. Für die Konstruktionsplanung des Hubschraubers wurden dazu mit Unterstützung der Firma IBM Bilder von Libellen in einem Spezialcomputer eingespeist. Anschließend wurden die Flugeigenschaften der Libellen mit Hilfe des Computers untersucht und interpretiert. Auf der Grundlage der berechneten Flugtechnik der Libellen ist dann der Hubschrauber konstruiert worden. So erstaunlich es klingen mag, der Körper eines kleinen Insekts weist einen Bauplan auf, der der menschlichen Konstruktionsplanung überlegen ist. Die Flugtechnologie der Libelle und das Design ihrer Flügel führen uns eine wichtige Tatsache vor Augen. Dieses kleine Geschöpf zeigt uns die überlegene Planung in der Kunstfertigkeit Allahs. Die Libelle verfügt über zwei Paare von Flügeln, die diagonal an ihrem Körper angebracht sind. Diese Anordnung erlaubt dem Insekt eine überragende Manövrierfähigkeit. Libellen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer bei sehr hoher Beschleunigung. Für Insekten höchst erstaunliche Werte. Ein olympischer Hochleistungsathlet erreicht in einem 100-Meter-Rennen gerade einmal 39 Kilometer pro Stunde. Es gibt eine weitere Voraussetzung, die für sicheres Fliegen unbedingt erforderlich ist. Fliegen kann sehr gefährlich sein, wenn es nicht durch ein gutes optisches System unterstützt wird. Aus diesem Grund verfügen moderne Flugzeuge und Hubschrauber über ausgezeichnete optische Systeme. Auch die Libelle hat ein hochentwickeltes optisches System. Sie ist mit insgesamt 30.000 Mikroaugen ausgestattet, von denen jedes einzelne in eine andere Richtung blickt. Die Daten, die diese Augen übermitteln, werden an das Gehirn der Libelle weitergeleitet, das sie wie ein Computer verarbeitet. Dank diesem System kann sich die Libelle hervorragend im Raum orientieren. Das System,
dass die enorme Manövrierfähigkeit der Libelle gewährleistet, ist höher entwickelt als das System eines Hubschraubers. Hier rettet sich eine Libelle mit einem Ausweichmanöver im letzten Moment vor einem herannahenden Lastwagen, der aus der entgegengesetzten Richtung kommt. Hier sieht sich die Libelle einer doppelten Gefahr ausgesetzt. Sie muss zum einen verhindern, gegen die Windschutzscheibe eines herankommenden Autos zu prallen und gleichzeitig einem räuberischen Vogel entkommen, der sie fressen will. Sie entzieht sich diesen beiden Gefahren durch ein äußerst cleveres Manöver. Eines der Probleme, dem Piloten sich nach Flugmanövern häufig gegenübersehen, ist die Bestimmung der Position des Fluggeräts relativ zum Boden. Falls der Pilot nach dem Manöver nicht genau weiß, welche Seite seines Flugzeugs sich dem Himmel und welche der Erde zuwendet, kann es geschehen, dass er eine Bruchlandung macht. Techniker haben ein Instrument entwickelt, mit dem diesem Risiko begegnet werden soll, das Gyroskop. Auf diesem Gerät ist eine horizontale Linie angebracht, die den Horizont darstellt. Der Pilot vergleicht diese horizontale Linie mit dem gegenwärtigen Horizont und ist dadurch in der Lage, die Position des Flugzeugs augenblicklich festzustellen. Die Libelle verwendet bereits seit Millionen von Jahren einen Mechanismus, der dem von Technikern entwickelten Gerät sehr ähnlich ist. Vor den Augen der Libelle befindet sich eine künstliche horizontale Linie. Während des Fluges hält die Libelle ihren Kopf ständig parallel zu dieser horizontalen Linie, ganz gleich, in welchem Winkel zum Boden sie fliegt. Wenn der Körper einer Libelle während des Fluges seine Position ändert, werden feine Härchen zwischen Körper und Kopf stimuliert. Die Nervenzellen an den Wurzeln dieser Härchen übermitteln Signale an die Muskeln der Libelle, die den Flug kontrollieren und teilen ihnen die Position des Insekts in der Luft mit. Dank dieses Systems passen die Flugmuskeln automatisch die Zahl der Flügelschläge und die Geschwindigkeit der Flügelbewegungen an. Aus diesem Grunde kann die Libelle selbst bei den schwierigsten Manövern ihre Richtung beibehalten und verliert nicht die Kontrolle. Dieses System ist ein Wunder der Ingenieurskunst allererster Güte. An diesem Punkt wird eine intelligente Person beginnen nachzudenken. Die Libelle ist sich noch nicht einmal des außergewöhnlichen Systems, über das sie verfügt, bewusst. Wer hat ein derart komplexes System im Körper eines Insekts installiert, das selbst von hochqualifizierten Ingenieuren als Modell genommen wird? Wer hat dieses Insekt mit perfekten Flügeln ausgestattet, den Motoren, die diese Flügel antreiben und mit ihren überragenden optischen Systemen? Wer ist der Schöpfer dieses herausragenden Designs? Die darwinistische Evolutionstheorie, die das Leben durch Zufälle zu erklären versucht, schweigt zu diesen Fragen. Es ist unmöglich, dass das System im Körper einer Libelle durch Evolution entstanden ist. Das heißt, in einem stufenweisen Prozess, der durch Zufälle geleitet wird. Der Grund hierfür liegt darin, dass all diese Systeme gleichzeitig und vollständig vorhanden sein müssen, damit das Lebewesen überleben kann. Die erste Libelle, die diese Welt gesehen hat, muss bereits über die gleichen wunderbaren Mechanismen verfügt haben, die wir heute in diesen Insekten erkennen. Die fossilen Funde der Naturgeschichte bestätigen das. Aus den Fossilien, die man gefunden hat, wird ersichtlich, dass die Libellen nur plötzlich auf der Erde erschienen. Das älteste bekannte Fossil einer Libelle ist 320 Millionen Jahre alt. In den fossilen Schichten früherer Perioden findet sich nichts, was einer Libelle ähnlich sieht. Seit zum ersten Mal Libellen aufgetreten sind, bis heute, sind keine evolutionären Veränderungen festzustellen. Die ältesten Fossilien von Libellen sind vollkommen identisch mit den Insekten, die heute leben. Zwischen dem 140 Millionen Jahre alten Fossil, das Sie hier sehen, und den Libellen unserer Tage besteht kein Unterschied. Diese Tatsachen beweisen ein weiteres Mal, dass die Evolutionstheorie ungültig ist und zeigen uns, wie die Libelle und alle anderen Lebewesen auf unserer Welt entstanden.
Allah, der Herr der Welten, hat alle Lebewesen erschaffen und jedes einzelne Lebewesen ist ein Beweis seiner Existenz. Es gibt keine Macht außer Allah, die mächtig genug wäre, selbst eine Fliege zu erschaffen. Diese Tatsache wird von Allah im Koran mit den folgenden Worten offenbart. O ihr Menschen, ein Gleichnis ist für euch geprägt worden, so hört es. Siehe jene, die ihr neben Allah anruft, nie können sie jemals eine Fliege erschaffen, selbst wenn sie sich zusammentun. Und wenn ihnen die Fliege etwas raubte, könnten sie es ihr nicht wegnehmen. Schwach sind der Bittende und der Gebetene.